Hallo Freunde, wir sind wieder bei unserer Ätna, die ausbricht, der NRW bei 18 hier. Und ja, ihr habt es im letzten Teil ja von mir erfahren. Ich durfte alles nochmal neu spielen bis hierhin. Das Spiel hatte sich irgendwie entschlossen, irgendwie ganz komisch mit mir zusammenzuarbeiten. Das musste oder hätte mir schon auffallen müssen, denn als wir den Wächter da vor dem Treppenhaus ausgeschaltet haben, ist euch ja aufgefallen, wo ich gesagt habe, man hat mir einen Grafikfehler geschenkt, wo wir die Säule verschieben konnten und die Säule ist dann da stehen geblieben. Das war schon der erste Grafikfehler, denn wir hätten die Pflanze, die da drauf stand, eigentlich hätten runterschmeißen müssen und hätten dann die Säule umschieben können und dann hätten wir nicht diesen Grafikfehler gehabt. Ich glaube, da war schon irgendwas verkehrt im Spiel, denn auch so ein paar andere Sachen sind mir jetzt, wo ich das alles hier nochmal neu machen durfte, aufgefallen, die jetzt bei mir jetzt hier anders waren und keine Ahnung, was es war. Es war jetzt nicht viel, aber es hat mir gereicht. Es ist nicht gerade schön, aber nun gut. Wir schauen uns ja weiter um. Eine Lampe, ja. Von diesem Sofa hat jemand alle Polster entwendet. Mhm. Okay, wir hören uns wieder einmal Pucki an. Der abgerissene Telefonhörer, mit dem Jupp Juppsen zu telefonieren pflegt, ist ja eines der Lieblings-Items, die man mit sich rumsteppen kann. Ich finde es ganz interessant, wie selbstverständlich halt irgendwie diese Ätna halt erstmal Juppis Telefonat halt nimmt, obwohl sie ja eigentlich eins und eins zusammenzählen kann und halt eigentlich weiß, dass das so nicht ganz funktionieren kann und dann halt dieses Spiel halt ganz natürlich mit sich weiter rumträgt. Und deswegen finde ich es auch schon fast ein bisschen schade, dass man den Telefonhörer hier an dieser Stelle tatsächlich physisch richtig benutzen muss, um aufzulegen, um halt an eine Münze zu kommen. Oh. Ja, das ist fast ein bisschen schade, dass man das Rätsel nicht weiter auf der Ebene lösen muss, sondern halt hier irgendwie in die Realität zurückkehren muss. Ganz wichtig fand ich übrigens, um Ätnas Charakter noch ein bisschen Tiefe zu geben, dass sie hier tatsächlich in diesem Screen das erste Mal für irgendetwas auch ein bisschen Respekt zeigt. Sonst ist ja eher von kompletter Respektlosigkeit geprägt. Also im Gespräch mit Harvey streiten sich darüber, wie man Respekt überhaupt schreibt. Das ist die Kunst der Insassen. Da wird Ätna plötzlich ganz unangemessen mitfühlend, wenn sie sich die Sachen anguckt. Und das sind tatsächlich zwei der wenigen Objekte im ersten Kapitel des Spiels, die man nicht beschmieren kann und nicht kaputt machen kann, weil sie wirklich das als wichtig erachtet, dass die ihre Mitinsassen sich auf diese Weise hier an der Pinnwand ausdrücken. Mhm. Bild. Ja, und wieder hat Poki uns gespoilert. Wir müssen also hier den Telefonhörer auflegen. Leer. Ein Telefon. Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren. Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Und einen Hörer hättest. Oh, halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Okay, vielleicht... Guck mal, Harvey, ein... Ja, ein Münztelefon. Du musst mir nicht immer alles zeigen. Ich habe auch Augen im Kopf, weißt du? Das schon. Aber sie sind nur aufgenäht. Dann eben nicht. So viel Ausdruck mit so wenigen Strichen. Ein Meisterwerk. Naja. Poetisch und deprimierend zugleich. Diese Pinnwand wird offensichtlich als Galerie für Kunstwerke der Insassen benutzt. Das Schild hätte ruhig ein wenig subtiler sein dürfen. Nein, ich will nicht schuld sein, wenn niemand mehr zum Telefon findet. Was ja ohnehin kaputt ist. Ich lasse es lieber dort. Der Künstler scheint bereits ein hartes Leben zu führen, ohne dass jemand rumgeht und seine Kunstwerke stiehlt. Wir würden sie uns ja nur ausleihen. Ich lasse es lieber doch. Okay, also hier gibt es wohl nichts mehr. Aufenthaltsraum. So, und jetzt müssen wir Alu-Mann. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ich bin Ätna. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ja, dein Freiheitsbestreben ist groß. Dein Chi fließt nicht, es strömt. Zu lange wurdest du gemaßregelt. Zu lange zurückgehalten. Die Dämme brechen. Der Vulkan bricht aus. Wow, gut geraten.
Was führt dich zu mir, Edna? Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alumann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Skifluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigen Skifluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Das Feng Shui, okay. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Oh. Was denn sonst? Also der ist, glaube ich, zu Recht hier. Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halma. Ja, aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzlewettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Eine Frage haben wir noch. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt. Der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hat er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben. Aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze, oh nein. Okay, also der Bienenmann etc. pp., das sind, glaube ich, alles Persönlichkeiten und Professor Nock, ich glaube, das sind schon alles Persönlichkeiten, die wir kennengelernt Sprechen haben. Sprechen wir über was anderes. Ach, das geht noch weiter. Nee. Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Ja. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei.
Ein Aluumhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Sagtest du. Okay. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Mach ich. Oh mein Gott. Ich kann später noch ausruhen. Was ist das? Residenz? Drogelbecher! Drogelbecher! Na gut, das sehe ich ein. Muss mir irgendwie bei ihm Respekt verschaffen. Drogelbecher, da haben wir es wieder. Poki, was heißt Drogelbecher? Kaputt. Aber warum ist es dann so hell hier? Das muss in der Grafikkarte liegen. Das muss... Hallo. Drogelbecher. Ist das dein Name? Drogelbecher. Darf ich da nicht rein? Drogelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Drogelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Okay, was haben wir denn, um ihn zu beeindrucken? Harvey, wir setzen Harvey auf ihn an. Ist Drogelbecher nicht ein Traum von einem Mann? Ich gebe zu, dass ich ein wenig eifersüchtig bin. Was? Okay, unser Alter... Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Gut, dann eben nichts. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Gabel. Drogelbecher. Nein, Löffel waren aus. Drogelbecher. Ich weiß. Okay. Schere? Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Zickzackschere. Drogelbecher? Ach so, verstehe. Das hätte ich mir denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Tja, na okay. Regal, schauen wir uns hier nochmal um. Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Und das ist die dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Okay, willst du sie mitnehmen? Bestimmt nicht. Okay. Es ist okay, wenn man mich für irre hält. Aber diese Spiele sind für Volltrottel. Achso, Moment. Wir hatten Sofa, Aluman, Telefon, Regal, Lampe, okay. Ja, dann schauen wir uns hier draußen mal ein bisschen um. Hatten wir ja schon mal gemacht. Jetzt schauen wir uns hier richtig um. Hier, das war, glaube ich, der Aufzugsschacht. Was haben wir denn hier? Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Die Figur des Neurotikers, also des schreckhaften Insassen, der in der Ecke sitzt, habe ich übrigens schon zu Schulzeiten so ähnlich gezeichnet. Allerdings hatte die damals keine wirkliche Rolle. Ich habe sie einfach nur gezeichnet, glaube ich. Aber was im Spiel nicht so gut rauskommt, ist halt seine Interaktion mit dem Kontrolleur, der ihn halt die ganze Zeit über anschreit, also der halt einfach irgendwie ein Choleriker ist und halt gerne rumschreit und halt andauernd wieder die Fassung verliert. Und dass der Neurotiker deswegen Neurotiker ist, weil die beiden halt einfach sich im selben Raum aufhalten. Sehr lustig waren hingegen die Sprachaufnahmen mit dem Sprecher, der auch wie hieß der denn jetzt auch gleich? Baumann hieß er. Dem ich halt den Zettel gegeben habe mit den Texten für den Neurotiker. Das waren halt für mich einfach alles nur so random Ausrufe, also so zufällig dahergeschriebene. Ich musste halt ein bisschen variieren und ich dachte, ich gebe ihm das so in die Hand und variiert halt ein paar Schreckensrufe so. So. Und so ging halt auch die ersten 30 oder 40, es gibt ja im ersten Kapitel halt fast, also über 60 Items, die man halt im Inventar haben kann und ich glaube über 40 davon gleichzeitig und halt in diesem Spielteil glaube ich auch schon etwa ein bisschen über 40, die man halt theoretisch mit dem Neurotiker kombinieren kann. Und entsprechend habe ich halt da randommäßig irgendwie 40 Reaktionen schreiben müssen und nach irgendwie zwei Dritteln ist mir halt irgendwie Lust ausgegangen oder mir ist keine Variation mehr zu A, I, U beim Schreiben eingefallen und hab dann dafür halt so ein Bock, Bock, Bock und ein Eieieiei und Ecki, Ecki, Ecki oder so eingebaut. Und das war dann auch die Stelle bei den Aufnahmen, das hatte ich schon längst wieder vergessen, ich habe ihm halt einfach nur den Zettel gegeben und dachte, er improvisiert jetzt ein bisschen und er nahm den Zettel so ganz seriös und fing an, das runterzulesen. Und dann bei dem Ecki, Ecki, Ecki und dem Bock, Bock, Bock fiel mir dann auf, meine Güte, der liest ja ab. Er hat wirklich den Text, laut Textliste gemacht. Und jedes so abgewechselt. Aber wir haben trotzdem alle 40 Kombinationen in einem Take aufgenommen. Die haben wir dann nachher nur noch zerschnipseln müssen. Sehr guter Mann, sehr guter Mann. Ja, sehr schön, sehr, sehr gut, sehr gut. Gut, Fahrgast. Hier, das ist das. Reden wir mal mit Guten dem Tag. Fahrgast.
Ach, das, was er meinte. Guten Tag. Oh Gott, wie er den Mund bewegt. Guten Tag. Und er sagt immer nur das Guten Gleiche. Guten Tag. Guten Tag. Ah, okay. Kontrolleur. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Der dicke Kontrolleur erinnert mich jetzt ein bisschen an Thomas, die kleine Lokomotive. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Ach, wir sind im ersten. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Aha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Okay. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Ah ja. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagiere preis. Oi. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat einen Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemalt. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Okay. Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwässer. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die 3 genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm hier nicht mit diesem modernen Schnickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und die dritte halt. Die nicht 1 oder 2 ist. Oh mein Goodness. Das halten wir erstmal so fest. Jetzt gehen wir, glaube ich, mal zu dem Geburtstag. Ja, auch, sie hat das Licht wieder ausgemacht. Tipp. Ach, nicht so einfach. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Nicht wirklich. Okay. Ja, ich habe gerade erst kürzlich gehört von einem Freund von mir, dass er den Charakter der Petra traurig wahrgenommen hat, weil sie diese Geburtstagsfeier auf der Toilette feiert und so. Und da ganz alleine immer, halt immer brav rausspringt aus dem Luca-Bäuschen, sobald das Licht angeht. Das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich halt Petra selbst halt irgendwie doch eher als lustigen und nervigen Charakter so auch Gegenpol zu Peter, also gerade irgendwie Interaktion mit Peter später im Spiel, fand ich persönlich sehr lustig, weil es halt einfach Peters Martyrium noch einen draufsetzt, dass Edna ihn ausgerechnet mit der nervigen Petra verkuppelt. Das ist eine Situation, mit der er offensichtlich überfordert ist. Aber dann eben auch die Idee halt, dass sie genau wie Edna eigentlich viel zu schmerzfrei oder unreflektiert ist, um es halt irgendwie merkwürdig zu finden, eine Geburtstagsfeier auf der Toilette auszurichten, fand ich erstens lustig, also inklusive der ganzen möglichen kleinen Wortspiele zum Thema Fingerfood und wo wurde die Bohle angerührt und so. Aber was ich ganz besonders lustig fand an Petra war eigentlich, dass sie halt so ziemlich genauso irre ist wie Edna auf ihre Weise, natürlich auf eine andere. Aber dass Edna sie partout nicht leiden kann, das ist der erste Charakter im Spiel, glaube ich, den Edna einfach nicht leiden kann. Von der sie halt wirklich genervt ist und das halt auch zeigt so. Und Petra merkt es gar nicht, weil sie halt eben genauso schmerzfrei ist wie Edna. Also irgendwie spiegelt sich Petra in Edna auf eine ganz komische Weise. Und dass Edna dann von ihr genervt wird, macht es halt eigentlich nur noch interessanter. Wie schafft man es, so über sich selber zu lachen? Ich verstehe es nicht, Freund.
Aber bevor wir jetzt hier die Petra aus dem Kabuff holen, machen wir hier Schluss und sehen uns dann gleich mit dem nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW 18, adieu.